Herzlich willkommen. In diesem Video geht es um das wunderschöne Thema Channeling, um das Thema himmlische Antworten. Und ich möchte euch in diesem Video mein großes neues Seelenlichtbild himmlische Antworten präsentieren. Ich hatte es schon in einigen Videos als Hintergrund und es wird mich bestimmt noch in einigen Videos als Hintergrundbild auch begleiten. Diese ganz besonderen Bilder sind eine Weiterentwicklung in meiner Künstlerlaufbahn. Sie sind eine so hohe Schwingung, die für mich die himmlische Energie, die göttliche Energie, die in uns allen ist, um uns allen herum ist, wirklich sehr, sehr schön bündelt. Und zwar wirklich mit Botschaft und Kraft in diesen Seelenkugeln. Dieses besondere Bild ist für mich eine Vision gewesen, die ich in den letzten Wochen hatte. Ich sollte ein großes Himmelsbild malen. Ich weiß bei meinen Visionen nie so genau, was dann letztendlich als Resultat hinterher herauskommt. Aber es war so wichtig, dieses Bild jetzt in die Welt zu bringen. Und ich hatte in der Vollmondbotschaft für Juni 2022 schon davon gesprochen, dass wir jetzt in einer Energie sind, die uns darin fördert, immer besser in Verbindung gehen zu können. Erstmal natürlich mit uns, da fängt alles an. Denn wir bekommen die himmlischen Antworten erst, wenn wir in uns zufrieden, entspannt sind, wenn wir uns lieben und wertschätzen. Und bevor ich jetzt mehr zum Thema Channeling und Verbindung mit allem, was ist, erzähle, möchte ich euch die Botschaft, die ich hier in den Lichtzeichen, ich nenne es Lichtsprache, niederschreiben durfte, ja, übersetzt bekommen habe. Also es ist so, für diejenigen, die mich noch nicht so lange kennen, als spirituelle Künstlerin, und das ist mein Hauptberuf, neben YouTube und den ganzen anderen Social Medias, in die ich meine ganzen Infos gebe, meine Tagesimpulse, und ich bin ja auch Beraterin und Seminarleiterin, aber in erster Linie eben spirituelle Künstlerin. Und in diesem Zuge verbinde ich quasi das Channeln, bildhafte Visionen, die ich habe, um sie dann zu bündeln und in die Welt zu geben. Und zwar nicht nur in Form eines Bildes, klein oder groß, sondern auch mit Worten. Denn unser Herz, unser gesamtes Sein kann Farbe und Form direkt aufnehmen. Unser Gehirn interpretiert es dann. Was mag das sein? Was mag dahinter stecken? Was mag sich der Künstler, die Künstlerin dabei gedacht haben? Und damit es für den Verstand nicht zu so schwierig ist, habe ich mit meiner inneren Quelle einfach ausgemacht, dass ich das, was ich empfange und dann in diesen Lichtzeichen niederschreibe, auch in unsere Sprache übersetze. Das mache ich seit 2006, also das sind jetzt 16 Jahre, wow, über 5000 Bilder, die ich gemalt und gechannelt habe. Und jetzt möchte ich eben die Botschaft dieses Bildes vorlesen, und wenn du magst, kannst du deine Augen schließen, dein Herz öffnen und einfach spüren, was diese Botschaft mit dir macht. Und danach erzähle ich, was ich noch dazu für mich als Mensch, Seele hier auf Erden empfangen habe. Das Seelenlicht, himmlische Antworten. Geliebte Seele, alle Antworten sind immer in dir. Denn du bist der Himmel und die Erde, die Frage und die Antwort zugleich. Lausche in dein Inneres. Dort schlägt dein Herz, dort ankert deine Seele, die unsterblich und unermesslich groß ist, sie ist alles, was existiert. In dir ist der Himmel, wenn du es wünschst, der Himmel auf Erden, das Glück und die Liebe. Fühle die Weite und Freiheit, die Verbundenheit mit allem, was ist. Du bist dies alles immer. Öffne dein Herz für diese Wahrheit, dann wirst du alle Antworten auf all deine Fragen bekommen, bis du keine Fragen mehr hast. Dies ist dann,
Der Moment, in dem du fühlen kannst, dass alles, was wichtig für dich ist, zu dir kommt. Zum richtigen Zeitpunkt. Deine Seele kennt den Weg. Vertraue dir und dem Göttlichen in dir. Alles ist eins. Wir können jederzeit Fragen stellen. Wir haben als Menschen gelernt, dass es, wenn man eine Frage stellt, jemanden anderen braucht, der uns diese Frage beantwortet. Ob das Tante Google ist im Internet, ob das eine Freundin, ein Freund, ein Partner, die Familie, Lehrer, wer auch immer ist. Was wäre aber, wenn diese anderen Menschen oder diese KI, die uns alles beantwortet über das Internet, letztendlich ein Teil von uns sind? Wenn all diese Facetten, denen wir Fragen stellen, immer nur reflektieren, was wirklich in uns ist und was wir in dem Moment an Informationen brauchen, um unseren Weg weiterzugehen. Je nachdem, wie selbstbestimmt wir sind, wie selbstverantwortlich und selbstliebend wir sind, desto leichter kommen die Antworten. Das habe ich in den letzten 20 Jahren zutiefst lernen dürfen. Mein Selbstwert war so klein, eher im Minusbereich. Und deshalb war mein komplettes Menschfeld dicht. Ich habe an das geglaubt, was man mir als Kind und Erwachsene dann irgendwann später erklärt hat und habe gedacht, das ist die einzige Wahrheit, die zählt. Ein Teil von mir hat allerdings gestreikt. Ein Teil von mir hat gesagt, das kann doch nicht alles sein. Es kann doch nicht sein, dass ich mit 20 Jahren als austherapiert gelte und immer von Medikamenten abhängig sein werde, immer Schmerzen und Allergien haben werde. Es kann doch nicht sein, dass diese Welt so verrückt ist und auch bleibt. Es kann doch nicht sein, dass Menschen so viel Unrechtes tun und das immer so sein wird. Ich war immer eine Rebellin. Und mit 30 hatte ich mein totales Burnout, Blackout und habe wie Phönix aus der Asche neu angefangen. Habe gemerkt, dass es eine Kraft gibt, die hinter allem steckt und in allem. Als ich mich dann nach und nach geöffnet habe, meinen Horizont erweitert habe, mein Herz endlich geöffnet habe, das total verschlossen war, weil es so oft verraten wurde, als ich auch meinen Bauch geöffnet habe, denn für mich ist gerade der Solarplexus, also Höhe Magen und Leber, das Feld neben dem Herzen, wo die Energie, die um uns herum ist, inklusive aller Informationen und Antworten direkt reinkommt. Nicht da oben. Das Gehirn interpretiert, was wir aufnehmen, aber wir nehmen viel schneller über das Herz und unseren Solarplexus, diesen wundervollen Nervenknoten, der eben in dieser Höhe liegt, ja, direkt alles auf. Dazu hatte ich schon vieles erklärt in vielen verschiedenen Videos. Und wenn wir eben vertrauen in uns selbst und das Leben, erlauben wir uns, dass wir uns öffnen, dann nehmen wir endlich über das Herz und den Bauch auf und können auch entscheiden, was wir aufnehmen. Ich habe mich entschieden für das Gute, Wahre und Schöne. Der Dreiklang des Lebens. Das Gute, Wahre und Schöne darf in mein Feld und meine göttliche Energie, die um mich herum ist, schirmt mich von allem anderen ab. Ich sperre mich nicht ein in diese Energie. Sie ist weich, sie ist transparent, sie vibriert und ist durchlässig, aber es fließt an mir vorbei, was ich nicht mehr in meinem Feld brauche. Ich öffne mich, bin offen für Wunder und Geschenke und für himmlische Antworten. Und das ist für mich dann Channeling, indem ich mir erlaube, immer Antworten zu bekommen. Manchmal höre ich die Antworten in meiner Meditation. Wenn ich mich morgens hinsetze, mich mit allem verbinde, ganz bewusst, ganz in der Stille, ganz in meinem Frieden, dann ist es so, als würde eine innere Stimme zu mir sprechen, so wie sie zu mir spricht, wenn ich
so ein Bild empfange, wenn ich es als Bild vor mir sehe und wenn ich dann, während ich an dem Bild arbeite, nach und nach die ganzen Inspirationen zum Thema empfange. Zum Beispiel zum Thema himmlische Antworten. In diesem Falle ging es recht schnell, weil ich ja schon sehr lange, eben über 20 Jahre, auf diese himmlischen Antworten höre. Aber es gibt auch viele Themen, die ich dann in Form von Sternentoren, Schöpfungslichtern oder anderen Bildern empfange, die ich noch nicht so gut kenne. Für mich sind all meine Bilder mein eigener Meisterweg, ein Meisterinnenweg, in dem ich diese himmlischen Antworten male und aufschreibe und selber lerne, was dieses Thema beinhaltet. Und das gebe ich dann weiter, das teile ich mit euch jeden Tag, ununterbrochen, mit all meiner Liebe. Denn das ist mein Weg, empfangen, manifestieren, teilen. Du kannst das auch auf deine Art und Weise, so wie du es möchtest. Du kannst die himmlischen Antworten empfangen. Sie sind ja immer da, deine ganz persönlichen Antworten. Denn wie in der Botschaft des Bildes ja schon gesagt, es ist ja alles da, in dir, um dich herum. Du kreierst diese Illusion, die wir Leben nennen. Du kreierst erst, was du Tag für Tag erfährst. Als ich mich entschieden habe, und zum Thema Entscheidung habe ich auch schon viele Videos gemacht, denn Entscheidung, mein freier Wille, der mein Leben formt. Als ich mich entschieden habe, mich endlich für das Gute, Wahre und Schöne zu öffnen und endlich das zu sein, was ich wirklich bin, nämlich Künstlerin und in gewisser Art und Weise auch Lebenslehrerin, da hat sich alles verändert. Ich habe immer mehr Antworten bekommen und ich habe mir meine eigene Philosophie aufgebaut, wie ich diese Antworten bekomme. Ich kann mit Gott sprechen, denn Gott ist alles, was ist, in mir, um mich herum. Ich kann mir Gott als alten Mann mit Bart vorstellen, so wie er seit Jahrtausenden dargestellt wird. Ich kann mir vorstellen, dass ich mit Engeln kommuniziere und ich spüre und sehe Engel tatsächlich ähnlich real wie alles andere um mich herum auch. Und es ist schön, zum Beispiel mit meinem Schutzengel zu kommunizieren und zu fragen, hey, ich habe da gerade ein komisches Gefühl bei der und der Sache. Kannst du mir mal ein Feedback geben? Wie nimmst du das wahr? Soll ich da weitermachen oder es lassen? Das kann ich mit Gott machen, das kann ich mit anderen Engeln machen. Ich kann, wenn ich merke, dass mein Körper nicht fit ist, mit Erzengel Raphael sprechen. Für mich die Heilkraft schlechthin. Wenn ich mich unsicher fühle im Leben, spreche ich mit Erzengel Michael, mein purer Schutz, der immer bei mir ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen einsam, was ich eigentlich nie bin, ich bin ja alles, was ist, dann spreche ich mit Erzengel Samuel und lasse mich in ihre Liebe hüllen. Und so kann ich mir nach und nach den Kontakt zu allem herstellen. Ich habe vorhin einen Powerwalk gemacht, bin durch die Natur gelaufen, bin durch meinen Garten gelaufen, habe geerntet für meinen Tag, was ich alles an Rohkost essen möchte und war so dankbar. Ich war so tief verbunden mit der Erde, aus der ich auch Antworten bekomme, mit der ich zutiefst verbunden bin. Ich habe für die Naturwesen mein Lieblingsmantra im Garten gesungen und habe mich dadurch über die Klänge, über die Worte, über die Gefühle mit allem verbunden. Seit ich das mache, seit ich mich nicht mehr aus Angst und Sorge und Ohnmacht abschotte vor der Welt, seit ich mich geöffnet habe, ging es mir und geht es mir Tag für Tag besser. Meine Schwingung steigt immer höher an. Ich kann immer mehr schöne Visionen empfangen, wichtige, wichtige Erkenntnisse machen. Und hey, natürlich, auch ich erfahre noch richtig viel Blödsinn in meinem Leben, aber das hält mich wach, das trainiert mich, denn für mich ist Leben nicht Nulllinie, oh, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen den ganzen Tag. Nein, es gibt in meinem Leben auch auf und ab, immer wieder. Doch meine Downs, meine Ups, Tiefen, die waren sowas von tief, die haben mich so zerschmettert. Dann war ich mal wieder himmelhoch jauchzend
Und ich habe nicht mehr diese riesigen Amplituden, sondern es sind sanfte Wellen geworden. Ich bin achtsam, ich kann mit den Herausforderungen des Lebens besser umgehen, denn wenn ich ein Problem habe, dann frage ich. Ich frage das Göttliche, höre in den Kosmos hinein, frage Mutter Erde, Vater Sonne, meine Schutzengel oder meine Lieblingsmenschen, denen ich vertraue. Und ich finde immer Lösungen. Das macht für mich ein bewusstes, klares, selbstbestimmtes Leben aus. Also, lade ich dich ein, höre auch auf deine himmlischen Antworten, auf deine ganz eigenen Gefühle, auf deine Intuition. Ob du das dann Channel nennst, das ist ja auch nur ein Begriff, damit wir kommunizieren können und wissen, aha, das meint er oder sie gerade. Letztlich ist es ein Austausch. Ein Lauschen, ein Kommunizieren mit allem, was ist. Wir brauchen noch Worte, damit wir uns verstehen. Doch ich weiß, es wird eine Zeit geben, und das ist nicht mehr weit entfernt, in denen wir keine Worte mehr brauchen, sondern sofort spüren, was so ein Bild aussagt, was wir für Antworten brauchen, was wir jetzt zu tun haben. Und was unser Mitmensch vor uns gerade fühlt und denkt. Ich weiß, es wird eine Zeit geben, in der Menschen ihre ganze Kraft leben, ihr ganzes Licht leben, weil es so natürlich und selbstverständlich ist. Und solange werde ich weiter malen, Videos aufnehmen, schreiben und teilen. Danke für dein Vertrauen. Ich werde jetzt die Kamera nochmal nehmen. Und vorsichtig, das ist ja immer eine schwierige Geschichte mit den Videos, gerade bei diesen Kunstvideos, nochmal zeigen, wie schön dieses Licht, dieses Seelenlicht leuchtet. Es ist eine goldene, glänzende Scheibe, eine glänzend goldene Kugel mit ganz vielen dieser wunderschönen Goldpunkte. Ich liebe sie, das sind diese 3D-Punkte. Und mit ganz vielen Zeichen der Lichtsprache, die die Botschaft beinhalten, die ich vorgelesen habe. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen das Allerbeste, himmlische Grüße aus meinem Atelier, und ich hoffe sehr, dass du deine Antworten bekommst, dass du dich öffnest für alles, was ist und für alles, was du brauchst. Ganz liebe Grüße aus Mallorca, deine Sonja Ariel. Bis bald, wir sehen uns. Ciao.